ja, es geht weiter und Gott, so viel zu tun hier. Erstmal hier. Was machen eure Leute hier? Wir erforschen diesen Mond, ob die Rotation verändert, sein Klima verbessert werden kann. Versteht ihr nicht? Wir sind nur Kolonisten und ihr tötet uns. Ja, und wenn ich dich leben lasse, rufst du die Goldene Armada und sie werden mich töten. Tausende töten, um euch selbst zu retten? Wie könnt ihr das rechtfertigen? Ich rechtfertige nichts. Es gibt kein richtig oder falsch. Deine Leute haben Milliarden von Zerg getötet. Unser aller Hände sind von Blut bedeckt. Vielleicht klebt an meinen mehr als an deinen. Aber letzten Endes sind wir beide Mörder. Tja. Ich habe mir schon immer gewünscht, Protoss-Knochen zwischen meine Klauen zu zerbrechen. Darf ich? Nein, Zagara. Du denkst doch nicht daran, Gnade walten zu lassen? Gewalt ist nur ein Mittel. Ich setze sie ein, wenn es nötig ist. Ein Anführer nutzt für jede Aufgabe die richtigen Werkzeuge. Das ist eine terranische Denkweise. Die Zerg nutzen keinerlei Werkzeuge. Für einen Anführer ist alles und jeder ein Werkzeug. Die muss auch viel lernen, die Gute hier. Nafashs Brut lebt wieder als Teil des Schwarms. Als die Protoss zugeschlagen haben, hat sie sich in die Eistäler zurückgezogen. Die Protoss jagten sie. Sie war schlau, vorsichtig und zäh. Doch sie machte einen Fehler. Sie rannte davon. So, was haben wir denn hier Feines? Du hast an Stärke hinzugewonnen. Eine weitere Fähigkeitsstufe ist jetzt in dir erwacht. Oh, mehr Punkte und mehr Schaden. Was haben wir denn hier? Wilde Mutation. Verbündete Zerg-Einheiten im Gebiet erhalten 10 Sekunden lang plus 200 Trefferpunkte und ihre Angriffsgeschwindigkeit wird um 100% erhöht. Was haben wir hier? Erschafft 6 Berstlinge mit begrenzter Lebenszeit. Da gucke ich gerade mal, ob es zu einem von beiden einen Erfolg gibt. Das haben wir auch noch nie fertig. Oh je. Da müssen wir den Last Hit landen. Oh, es gibt zu beiden einen Erfolg. Okay. Zerkling-Wiedergeburt gibt es auch einen Erfolg. Will ich mir mal was angucken. Das war ja hier. Nee, das war nicht hier. Das war, glaube ich, eine passive Fähigkeit von Kerrigan. Naja, wenn wir schon mal hier sind, dann reden wir gerade mal mit ihm. Erzähl mir von deiner Arbeit. Sehe Fleisch, sehe nur Potenzial. Stränge, Sequenzen, verdrehen, zertrennen, zusammenfügen. Möglichkeiten für Verbesserung identifizieren, Fleisch essen, Knochen splittern. Wenn in mir, kann es berühren, verweben, nutzen, großartig machen. Aber nicht perfekt. Nie perfekt. Perfektion ist Ziel, das sich ändert. Bleibt nie gleich. Kann anstreben, kann nicht erreichen. Du hast einen Nutzen, das steht fest. Schlaues Kerlchen, ne? Was haben wir denn hier? 8 Schaden gegen leichte Ziele, ein Anstieg von 50%. Nehmen wir mal das. Dann schauen wir noch mal. Wenigstens einmal sollten wir an einem angenehmen Ort landen. Neue Fähigkeiten können jetzt ausgewählt werden.
Hier war das, okay. Was nehmen wir denn? Nehmen wir das mal das da zurück. Zu den Overlords gab es, glaube ich, keinen Erfolg. Nee, okay. Gut, schauen wir mal, was uns in der nächsten Mission erwartet. Verhindern Sie in keine Nachrichten sind gute Nachrichten, dass ein Shuttle der Protoss mit dem Warp-Vorgang beginnt. Okay, zerstören Sie auf dem Schwierigkeitsgrad normal zwei Nexus der Protoss. Das versuchen wir einfach mal. Ja, sind wir soweit? Sind wir Die soweit, ja. Protoss versuchen immer noch Shakuras über unsere Anwesenheit zu unterrichten. Sie bereiten all ihre Shuttles vor, um sie durch ihr Warp-Netzwerk nach Shakuras zu bringen. Alles klar, wir kriegen Hydralisken und das ist eine meiner Lieblingseinheiten. Wie schon mehrfach erwähnt, und ich bin mal gespannt, was wir dann für Mutationen für die auch noch bekommen. Jetzt kriegen wir erstmal dann noch für Bonusziele Punkte, aber ansonsten Hauptzielbelohnung stand da nichts jetzt weiter dabei. Ein bisschen schade. Na? Was haben wir denn da unten? Fernkampfeinheiten sind gut darin, ihre Angriffe auf ein einziges Ziel zu konzentrieren. Nutzen Sie diesen Vorteil, wenn Sie etwas schnell zerstören wollen. Ja. Wie das Shuttle zum Beispiel. Boah, das dauert aber lang heute. Ich habe immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass Rayna vielleicht doch noch lebt. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Mein Freund wollte mir nichts verraten. Der grinst schon wieder so. Der spielt gerade auf schwer, glaube ich. Was spielst du denn dann? Oh, er spielt Mass Effect. Er kann am zweiten Tag nach Release kann er schon die Finger wieder vom Spiel lassen. Erstaunlich. Na, komm schon. Linke Maustaste ist keine beliebige Taste, stelle ich mal immer wieder fest. Die rechte Maustaste aber schon. Die Protoss bereiten all ihre Shuttles für einen Start vor. Eine Warp-Verbindung. Auf der anderen Seite kann ich Millionen Protoss spüren. Shakuras. Wenn auch nur ein Shuttle es hindurch schafft, wird es in Reichweite von Shakuras gelangen. Das darf nicht geschehen. Wir sollten sie vernichten. Nein, das würden sie bemerken. Wir können nur versuchen zu verhindern, dass ihre Shuttles die Verbindung erreichen. Na, fast Hydralisken. Abatur, nimm ihre Essenz in den Schwarm auf. Hydralisk wiederhergestellt. Uiuiui. Metamorphose von Larve. Ich brauche mehr Hydralisken, um diese Shuttles zu vernichten. Das Shuttle ging aber schnell down. So. Wir sollten mehr Hydralisken erschaffen, um die feindlichen Lufteinheiten auszuschalten. Moment. Eine bessere Idee. So. Oh, Overlords. Ja, ich mache ja schon. Was bist du Meine denn? Königin, die Protoss haben ein Shuttle entsandt. Es befindet sich auf dem Weg zu einer Sieht ja süß Warp-Verbindung. aus. Nicht, wenn ich da noch ein Wörtchen mitzureden habe. Wir werden das Shuttle zerstören. Na komm schon. So. Wir müssen auch zwei Nexus zerstören, ne? Also, das wird schon lustig. Ja. Dahin. So. In welche Richtung wollen wir denn? Achso, wir haben E2, okay. Die
Die Shuttle sind aber schnell hier. 8 verbleibende Wellen. Kein Shuttle darf entkommen. Okay. Ach, schon wieder. Wer hat dich gefragt? So, Shuttle ist auf dem Weg. Der Schwarm schläft nie. Ein Galt das jetzt schon als Beginn des Warp-Vorgangs? Oh nein. Ich dachte, das muss erst ein Jahr dran. Nee. Was jetzt? Diese Welt gehört mir. Doof. Wir brauchen mehr. Das ist echt doof gelaufen. So, wie sieht's aus mit dem... Okay, dahin. Greift den Schwarmstock an. Unsere Shuttles müssen entkommen. Ja, ja. Ihr werdet dieser Eiswelt niemals entkommen. Weiter vorrücken. Meine Königin, die Protoss sammeln biologische Proben und bewahren sie in diesen Stasiskammern auf. Mit wo? Wenn möglich, zerstören wir die Lager und beschaffen uns die Biomasse. Hier sind noch 2 Hydras. Du hast meine Aufmerksamkeit. Wer hat dich gefragt? Ach, da ist auch noch eine. Lass uns das hinter uns bringen. Raus damit. Der Schwarm schläft nie. Ja, erstmal da unten sammeln. Ich kann keine Larven erschaffen, das stört mich. Wir brauchen mehr Overlord. Die Protoss haben ein weiteres Shuttle auf den Weg gebracht. Dieses Schiff wird von Kampffliegern eskortiert. So, die 1. Wir können uns nicht alle aufhalten, Kerrigan. Wir haben nicht viel Zeit. Ja? Ja, dann erstmal die obere linke Stasis-Kapsel. Können wir das Schiff auch gleich mit abfangen. Los jetzt. Diese Welt gehört mir. Wir haben nicht viel Zeit. Lasst uns das so. Weiter vorrücken. Macht keine Gefangenen. Es endet hier. Och Mann, ich habe schon wieder niedrige Energie. Los jetzt. Keiner darf überleben. Der Schwarm. Aha. Aber es galt wahrscheinlich jetzt schon beim ersten, dass das Warpen beginnt, ja, begonnen wurde. Diese Welt gehört mir. Nichts stellt sich mir in den Weg. Na, dann macht mal. So. Mehr Hydras. Alle mal zu Kerrigan. Ich weiß nicht, ich brauche irgendwie in der Kampagne immer eine zweite Hatchery. Echt schlimm. Die Protoss bereiten einen Angriff auf unseren Schwarmcluster vor. So, den zerstören wir auch mal. Oh. Oh nee. Raus damit. Weiter vorrücken. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Da hat es der Stachelkrabbler nicht überlebt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja. Warum lauft ihr denn da oben lang, Leute? Okay, der Angriff ist vorbei. Unsere Streitkräfte. Die Protoss haben ein weiteres Shuttle gestartet. Ja, ja. Es bewegt sich auf einen unbekannten Ort zu. Sie aktivieren mehr Warp-Verbindungen. Ich spüre 2 weitere. Weiter vorrücken. Diese Welt gehört mir. Lasst uns das hinter uns bringen. Ach. Das fliegt auch noch woanders lang. Ich glaube, es hackt. Große Menge an Biomasse. Nützlich. Kann Schwarm verbessern. Los jetzt. Ich glaube, es hackt. Der Schwarm schläft nie. Wir haben nicht viel Zeit. Unsere Streitkräfte werden. Was auch noch? Weiter vorrücken. Lasst uns das hinter uns bringen. Der Schwarmklasse wird angegriffen.
Ja, ich mache ja schon. Eins, Zerklinge. Was? Really? Ich höre. Oh Gott, ich muss da runter. Ah, die. Die haben es aber auch nicht drauf, die Phönixe. Ja. Was ist das denn eigentlich? Zerklingenwiedergeburt. Ah. Ja, ich sollte vielleicht mehr Zerklinge bauen, die dann draufgehen. Du hast meine Aufmerksamkeit. Ja, da sind einige jetzt rausgekommen. Wow, okay, damit kann ich leben. Wir brauchen mehr. So, sind das jetzt genügend Overlords? Danke. Los damit. Weiter vorrücken. Unsere Streitkräfte sind angegriffen. Los jetzt. Der gehört mir. Ein weiteres so. Lager wurde zerstört. Was hatten die Protoss mit all dieser Biomasse vor? Einmal hier lang. Ach ja, wir haben ja drei Warp-Verbindungen. Ach du Scheiße. Diese Welt gehört mir. Weiter vorrücken. Die ja, der kommt eh hier vorbei. Von einer neuen Basis aus. Das macht die Sache etwas komplizierter. Ups, ich habe gerade, glaube ich, einen Zerkling getötet. Ups, Ich spüre eine Psi-Matrix der Protoss. Deine Streitkräfte nähern sich der gegnerischen Basis. Nichts stellt sich mir in den Weg. Diese Welt gehört mir. Das war ein bisschen fail, dass ich den Zerkling da zerschlagen habe. Der Schwarm ist hungrig. Erstmal das Schiff da abfangen. Der Schwarm schläft nie. So. Ja, da sind wir ein paar Zerklinge wiedergeboren. Huch, da ist gar kein Wegpunkt gelegt. Hab ich irgendwie verpeilt. Ein paar Hydras. Und den Rest Zerklinge. Was jetzt? So, den Nexus hau ich mal gleich kaputt. Was haben wir denn da? Void Race. Süß. So, dann haben wir schon mal den Erfolg. Es endet hier. Was jetzt? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh, wie süß. Der Templer hat aber echt Mut gehabt. Wir sollten Einheiten erschaffen, so, die fliegende Einheiten angreifen können. Ach. Wir können in der Brutstätte Königinnen erschaffen, um die gegnerischen Lufteinheiten auszuschalten. Das sowas. Sagt bloß. Werde Biomasse untersuchen, absorbieren, Schwarm verbessern. Weiter vorrücken. So. Oh, ein Spieler in meiner Nähe ist online. Wer könnte das denn nur sein? Was haben wir denn hier? Nicht viel Zeit. Ach, wie niedlich. Noch eine Hatchery. Stellt sich mir in den Weg. Ja, her damit. Dieser Schwarmcluster gehört jetzt dem Schwarm. So. Die Protoss schicken zwei Shuttlewellen. Hartnäckige Mistkerle. Zwei. Du hast meine Aufmerksamkeit. Das eine ist ja schon gestartet. Das andere startet jetzt gerade. So. Die sollen sich mal hierhin begeben. Zerkling brauche ich eigentlich auch nur, um das Feuer abzufangen.
Irgendwie macht sich heute alles einen Spaß, mich auf den Desktop zu werfen. Jedes Mal auch was anderes, interessanterweise. Na, klappt das oder klappt das nicht? Du hast meine Aufmerksamkeit. Oh oh. Nee, scheiße. Wir brauchen mehr Overlords. Ein Shuttle hat die Warp-Verbindung erreicht. Vernichtet es sofort. Hallo? Mach doch mal hinne hier. So. 3 verbleibende Wellen. Wir haben nicht viel Zeit. Was will er denn? Lasst uns das hinter uns bringen. Ich brauche einfach mehr Vespingas. Wir brauchen mehr Overlord. Ach, das auch noch. So, die dürften erstmal wieder reichen. So. B und V war das, glaube ich. Ja. Mach ich mal 2. Kann ich hier direkt noch eine ans Gas schicken? So. Die Protoss haben weitere Shuttle. Ich schicke einfach mal die Zerklinge da hoch in den Tod. Ein Shuttle durch die Verbindung. Werdet ihr die Macht der goldenen Armada zu spüren bekommen. So, dann haben wir nämlich dann vielleicht schon mal den Wiederbelebungserfolg der Zerklinge fertig. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So, an dem Punkt erwarten wir dann das Shuttle. Obwohl. Können wir auch direkt hier abfangen. Der Schwarm schläft. So. Anderes Shuttle. Kommt hier jetzt vorbei. Kein Entkommen. Ein Starthangar wurde ausgeschaltet. Die Protoss werden ihre Shuttles von den verbleibenden Hangars ausschalten. Ich wollte meine Zerklinge aber in den Tod schicken und nicht, dass die alles ausrotten. Okay. Dann halt nicht, ne? Meine Güte. Ach, ich habe jetzt nicht genügend Mineralien. Ach, so. Einfach mal da hoch. Ist einfach die Hydras wegschieben. Unsere Streitkräfte werden. Ja, das ist auch Sinn der Sache. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ihr könnt auch gleich mal hier hochgehen. So. Achtung, deine Streitkräfte nähern sich der Basis des Gegners. Ja, das ist mir klar. So, das reicht jetzt aber. Der Schwarm ist hungrig. Ich will noch ein paar Mal meine Fähigkeiten hier unter Beweis stellen. Gibt ja auch noch Erfolge. So. Protoss haben weitere Shuttles gestartet. Der Schwarm schläft nie. Wir haben nicht viel Zeit. Oh Gott, ich muss runter. Unsere Streitkräfte. Hydras. Wer hat dich gefragt? Hoffentlich sind die echt schnell genug hier. Das ist. Oje.
Ich hätte besser creepen sollen. Ich höre. Nein. Ein Shuttle hat die Warp-Verbindung erreicht. Vernichtet es. Stirb. Sofort. So. Diese Welt gehört mir. Oh, oh, da ist ja noch eins. Scheiße. Der Schwarm schläft nie. Das hab ich ein bisschen verpeilt. Was wird er denn jetzt mit dem Kolossen hier? Gott, das ist doch brutal. Das ist doch... Hilfe. Ach ja, was haben wir denn hier Feines? 30! Gottes Willen. Ja, ich mach ja schon. So, rücken wir mal aus. Ich hätte ein bisschen besser creepen sollen. Ein Mutterschiff ein. Sie verwenden es wohl, um die Shuttles zu tarnen. Ach nö. Das auch noch. Los jetzt. Lasst uns das hinter uns bringen. Verteidigt die zentrale Warp-Verbindung mit allen Kräften. Holt ihre Schiffe vom Himmel. Naja, das Mutterschiff können sie schlecht zum Tarnen benutzen, wenn das Shuttle schon kaputt ist. Wird das noch eins? Stellt sich mir in den Weg. Der gehört mir. Der Schwarm schläft nie. Los jetzt. Das wirst du bereuen. Na? Komm ich nicht dran? Doch. Weiter vorrücken. Oh, oh, oh. Die Welt gehört mir. Das ist nicht gut. Lasst uns das hinter uns bringen. Wir haben nicht viel Zeit. Keiner darf überleben. Stirb! Los! Kaputt! Der Schwarm schläft. Oh. Nicht. Oh. Das war das Letzte. Hilfe. Die Warp-Verbindungen helfen Ihnen jetzt nicht mehr. Du hast es geschafft, meine Königin. Der Bedrohung durch die Protoss wurde Einhalt geboten. Es ist nicht zu Ende, solange sie nicht alle erledigt sind. Ja, den einen Erfolg habe ich nicht gekriegt. Ja. Immerhin 3 von 3 Machtpunkten. Fahren wir mal fort. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt auch noch ein Video gibt nach der Mission. Gibt ja hier massig Videos, so im Vergleich zu Wings of Liberty, oder habe ich das einfach nur falsch in Erinnerung? Nee, kein Video. Dann ist der Part halt ausnahmsweise mal ein bisschen kürzer als die anderen. Und mal schauen, was wir in der nächsten Mission zu tun haben. Ich weiß, das Nachgucken hilft manchmal nicht so viel, weil ich eh verkacke, aber naja. Im Körper des Feindes. 450 Einheiten Biomasse. Okay. Klingt interessant. Das ist dann wohl die letzte Mission für Kaldir. Ja, und dann machen wir die beim nächsten Mal. Bis dann.